Hallo miteinander. Vorab meinen ganz herzlichen Dank an Frentix für die Gelegenheit, heute unser jüngstes Baby präsentieren zu dürfen. Es hat den etwas komischen Namen Integration unserer Schullösung, Lernkarten-Schullösung in Open OLA. Bevor ich aber konkret vorstelle, um was es denn geht, zwei, drei Worte zu uns. Wer ist Card2Brain, wer sind wir? Wir machen Lernkarten. Card2Brain ist eine Lernkartensoftware, eine Webplattform, eine mobile Applikation, ein Cloud-Dienst. Wir sind mittlerweile die größte Lernkartenplattform der Schweiz. Mit einem guten Wachstum, was die Benutzerzahlen angeht, seit 2010 aktiv. Und wir produzieren und haben unsere Büroräume in Burgdorf. Wir sind ein kleines Team von der WebApps GmbH. Florian hat uns vorhin zur AG gemacht in der Präsentation. Ich weiß nicht genau, ob da noch eine Übernahme auf uns zukommt. Aber wir können das ja dann im Apero noch genau besprechen. Bevor ich zum eigentlichen Software-Teil komme, eine kurze Geschichte von Card2Brain. Wir haben Card2Brain benutzerzentriert entwickelt oder es zumindest versucht. Was heißt das? Im 2009 haben wir mit der Entwicklung der Software begonnen und in 2010 eine Lernkartensoftware, eine Lernkartenplattform herausgebracht. Die erste Version hat sich eigentlich ausschließlich an Lernende gewandt. Und wir haben von Anfang auf die Kombination von Web und Mobile gesetzt. Das Wort Cloud konnte man da zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht. Wir haben dann bereits mit der ersten Version ein Feedback-Forum aufgeschaltet, wo sich jeder Benutzer durch die Registration bei Card2Brain automatisch ein Konto auf dieser Feedback-Plattform erhält. Und eigentlich das erste Feedback oder alle ersten Reaktionen gingen da in die Richtung von, ja, was wir eigentlich möchten, ist eine zentrale Plattform, auf die ich über mehrere Kanäle zugreifen kann. Wir haben uns damals überlegt, ja, wie könnte man das machen mit einer App. 2009 war da das Thema noch eine Java-App eventuell oder ja, wir machen das gleich in nativ Nokia. Haben uns dann entschieden, mal als erstes eine Responsive-Seite, eine mobile Seite zu machen. Und seit 2012 gibt es dazu jetzt auch eine Applikation für iOS und Android. Und das Ganze präsentiert sich ungefähr in der Architektur, wie wir sehen. Also egal, über welchen Kanal ich halt lerne, mein Lernfortschritt wird auf der Cloud gespeichert. Heute kommt es etwas moderner daher. Hier ein Beispiel aus einer Teachergruppe, die Webplattform und die App hier im Lernmodus, wie wir diese Karten lernen können. Diese Art der Entwicklung scheint einen Nerv getroffen zu haben. Die Tatsache, dass wir auf unsere Benutzer gehört haben, hat sich für uns insofern ausgezahlt, als wir von Anfang an gutes Wachstum verzeichnen konnten, sowohl was die Benutzer betrifft, als auch was und insbesondere was die Inhalte betrifft. Auf Card2Brain finden sich heute über 8 Millionen öffentlich zugängliche Lernkarten, erstellt von unseren Benutzern. Das ganze Thema halt Lernen, Erfolg beim Lernen, ist ein emotionales Thema. Dies hat dazu geführt, dass wir in den Stores sowohl qualitativ, wie wir hier sehen, wie auch quantitativ gute
Noten gekriegt haben, gute Bewertungen gekriegt haben. Gute Bewertungen führen zu guten Positionierungen in den Stores. Gute Positionierungen führen dazu, dass noch mehr Leute die App herunterladen, die App kommentieren, die App bewerten und so zu einer noch größeren Verteilung und zu noch mehr Lerninhalten. Was heißt das retrospektiv? Konnten wir eigentlich 5 Faktoren identifizieren, die zu diesem Erfolg bei den Schülern beigetragen haben. Das erste und wichtigste ist sicher die einfache Art der Anwendung. Also Lernkarten an sich sind einfach. Ich habe vorne die Frage, ich habe hinten die Antwort und wir haben uns dann bemüht, die dann eher komplexere Materie der richtigen Einordnung im Fünffächersystem so abzubilden, dass das mich als Anwender gar nicht betrifft. Und ich kann einfach diese Lernkarten lernen, vorne die Frage, hinten die Antwort. Ein Faktor war sicher die frühe Einführung der mobilen Apps. Also die Lernenden können unterwegs, im Zug, im Bus, in den letzten 5 Minuten vor der Prüfung auf dem Bus noch ihre Karten lernen. Und das auch, wenn dieser Bus gerade durch den Tunnel fährt und ich eben keine Internetverbindung habe. Das Ganze beruht auf einer bewährten Methode, das Fünffächersystem von Sebastian Leitner. Eine Methode, die mir erlaubt, ohne eigenes Zutun mit optimalem Lernalgorithmus vorwärts zu kommen. Das heißt, ich lerne schnell. Und das heißt am Schluss, ich mache, und das ist das, was sich dann auch hier eben niederschlägt, ich lerne schnell und mache am Schluss eine bessere Note. Und diese Tatsache hat sich dann nach einer gewissen Zeit auch bei den Lehrpersonen herumgesprochen. Wir haben das auch gemerkt, eben anhand von Bewertungen, von Feedback und haben dann zusammen mit Lehrpersonen, mit Schulleitern eine Lehrerlösung entwickelt. Diese bietet Zusatzfunktionen auf diesen Lernkarten mit dem eigentlichen Ziel, Inhalte besser und einfacher vermitteln zu können und insbesondere den Lernpersonen eine Zeitersparnis bieten zu können. Hier nochmal dieser Screenshot, so präsentiert sich das auf dem Web. Hier sehen wir eine Gruppe, hier die Lernenden, eine kleine Übersicht, so Mini-Statistik zum Lernfortschritt dieser Gruppe, sowohl in der Übersicht wie auch von den einzelnen Lernenden. Kurz nachdem wir diese Version aufgeschaltet haben, haben wir dann gemerkt, ja, sobald man dann als Lernperson etwas mehr machen will, also aus diesem Klassenkontext, aus diesem Gruppenkontext ausbrechen will, in dem Sinne, dass man Inhalte teilen möchte mit anderen Lehrpersonen, dass Schüler in verschiedenen Gruppen präsent sind, wurde der Ruf laut nach einer Lösung, die eigentlich klassenübergreifend funktionieren kann. Wir haben so eine gebaut und im Herbst 2016 veröffentlicht. Wir nennen das Corporate Solution oder unsere Lösung für Schulen und Firmen. Die Lösung für Schulen und Firmen ergänzt das Lernkartenmodell für Schüler, für Lehrer, um ein Organisationsdach. Das heißt, wir haben ein Rollenmodell innerhalb dieser Organisation, also Lehrer erhalten ein Teacher-Abo, Schüler erhalten ein Premium-Abo, was die Zusammenarbeit erleichtert. Für den Schulleiter oder den ICT-Leiter gibt es ein Admin-Cockpit zur Verwaltung der Inhalte und der Schüler. Es gibt eine neue Sichtbarkeit der Karteien, das heißt, Lehrer können Inhalte freigeben, nur eben innerhalb dieses Dachs der Organisation.
Und wir haben zudem zahlreiche Schnittstellen geschaffen, die das Importieren und Exportieren von einerseits von Inhalten, wie eben auch von Schülern und Lehrpersonen erleichtert. Auch hier wieder unser benutzerzentrierter Ansatz. Kurz nach der Einführung dieser Version gingen eigentlich alle oder viele Feedbacks dahin, dass das ja jetzt alles super toll ist. Was uns aber jetzt fehlt, ist eben die Integration in andere Systeme. Also eben die Möglichkeit, aus bestehenden Systemen die Schüler zu importieren, zu exportieren und insbesondere auch eben mit bestehenden Systemen, aus bestehenden Systemen auf Card2Brain Lernkarten zugreifen zu können. Wir haben deshalb reagiert und mehrere Schnittstellen geschaffen, einerseits für das Identity Management, andererseits für den Import und Export von Benutzern und Daten und insbesondere als besonderes Schmackerl eben aus OpenOLAT die Möglichkeit, direkt auf Lerninhalte zuzugreifen. So. Etwas weit ausgeholt. Die Firmengründung habe ich euch jetzt erspart. Wir sind einfach mal beim Produkt eingestiegen, um jetzt hier zu landen. Und zwar haben die Leute von Frentix da wirklich Gas gegeben und einen Baustein entwickelt, der es nun erlaubt, Card2Brain Lernkarten direkt in OpenOLAT einzubinden. Was wir hier sehen, ist der Admin-Screen. Über diesen kann der Admin diesen Baustein freischalten. Sobald er das gemacht hat, hat der Kursleiter die Möglichkeit, hier Card2Brain Lernkarten als Kursbaustein einzufügen, indem er einige wenige Angaben zu der Kartei macht, die er da einfügen möchte. Aus unserer externen Sicht ist das der einzige Screen, der vielleicht noch etwas Potenzial hat, wo wir uns noch verbessern können, also die Lernkarten hier direkt aus OpenOLAT durchsuchen, wäre hier vielleicht noch eine schöne Möglichkeit. Sobald der Kursleiter hier diese Verbindung gemacht hat, erhält der Kursteilnehmer mit Klick auf diesen Baustein diese Ansicht hier. Kurz gesagt, Klick auf den Baustein und dies ermöglicht mir hier diese LTI-Demo-Kartei, die sich auf Card2Brain befindet, direkt aus OpenOLAT zu lernen. Nicht nur das, der Kursteilnehmer hier wird hier automatisch bei Card2Brain angemeldet, zum Dach ihrer Organisation hinzugefügt, in die entsprechende Gruppe hinzugefügt und der entsprechende Inhalt präsentiert. Durch diese Verbindung ist eigentlich sichergestellt, dass der Lernfortschritt gespeichert wird und der Benutzer auf sämtlichen Kanälen, so wie es eben geschätzt wird, weiterlernen kann. Das heißt, wenn er dann die LTI-Demo-Kartei weiterlernen möchte, kann er das sowohl hier über die OpenOLAT-Plattform tun, er kann sich aber auch direkt auf der Webplattform bei Card2Brain anmelden oder er kann die App öffnen und auf der App dort weitermachen, weiterlernen, wo er hier die Applikation verlassen hat. Ich habe jetzt vom benutzerzentrierten Ansatz gesprochen. Diese Integration ist sonst der neueste Baby, das heißt, wir erwarten jetzt eigentlich auch die neueste Welle an Feedback, was man dann da jetzt noch besser machen könnte. Was uns noch fehlt für diese Feedbackwelle, das seid ihr. Und ich möchte euch eigentlich hier jetzt anbieten, wenn euch das Thema interessiert, dann stellen wir gerne zur Verfügung für einen kostenlosen Piloten, um eben dieses Feedback herauszuschälen und die Plattform entsprechend euren Wünschen weiterzuentwickeln.
Der Matthias Zaug, ich und ich zeige jetzt trotzdem noch auf den Marco, falls den jemand noch nicht kennen sollte, stehen für Fragen sehr gerne zur Verfügung und ja, wir sehen uns auch noch im Apero. Herzlichen Dank. Austauschen, was da die Ansprüche, die Anforderungen angeht.